Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Saskias Beauty Blog. Heute zeige ich euch meine Weihnachtsgeschenke und ich habe jetzt hier schon alles aufgebaut. Und irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, ich habe was vergessen. Kennt ihr das? Das ist ein, zwei Tage her und man weiß schon nicht mehr, was man geschenkt bekommen hat. Ja, da sieht man wieder, dass ich zu viel bekommen habe. Ich bin jetzt echt, habe jetzt echt Angst, dass ich was vergesse und jemand das Video guckt und sagt, du hast gar nicht mein Geschenk gezeigt. Aber ja, es ist dennoch super viel und wir fangen direkt an, weil sonst wird das Video echt ewig lang und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Fangen wir an mit Parfüm. Ich liebe es, Parfüm geschenkt zu bekommen, weil ich selber ungern Parfüm kaufe. Allerdings habe ich mir kurz vor Weihnachten einen Duft geholt, weil jetzt irgendwie alle meine Düfte gleichzeitig leer gehen. Und zwar, den zeige ich euch nämlich jetzt auch, den habe ich mir selber geschenkt, aber okay. Von Dolce & Gabbana, den Desire. Und das ist irgendwie der geilste Duft ever, finde ich. Der ist perfekt für den Winter, weil der schon sehr intensiv ist. Ich mag im Winter sehr gerne starke Düfte. Und ich kann immer Düfte nicht gut beschreiben, aber der riecht irgendwie sehr, sehr gut, finde ich. Und den hat, wie hat den nochmal, ja genau, von meinem Bruder, die Freundin hat den. Und die riecht immer verdammt gut. Und deswegen habe ich den jetzt auch. Findet mein Bruder weniger toll, aber mir egal. Oh, den Duft musste ich einfach haben. Und ich habe das bestellt bei parfumdreams.de. Das werde ich, glaube ich, jetzt auch immer machen, weil die Parfüms sind da deutlich günstiger als jetzt bei Douglas oder so. Und ich meine, die sind auch innerhalb von, weiß ich nicht, zwei Tagen da. Und ihr bezahlt keinen Versand. Und die haben auch ganz viel Make-up. Ich habe da auch noch einen Lippenstift und noch andere Sachen bestellt. Ich habe den auch jetzt mit dabei. Einfach nur, um euch zu zeigen, was ich mir selber noch gekauft habe. Und noch ein Duft, den ich geschenkt bekommen habe von Dolce & Gabbana, ist der Pure Femme. Ich glaube, so heißt er. Und das ist auch ein richtig schöner, starker Duft für die kälteren Tage. Und mag ich auch sehr, sehr gerne. Irgendwie stehe ich gerade auf die Dolce & Gabbana Düfte. Ich habe vorher gar keinen Duft von Dolce & Gabbana gehabt. Und jetzt habe ich ja zwei auf einmal. Und ich glaube, die habe ich auch ziemlich lange, weil da ist echt viel drin. Und freue ich mich auf jeden Fall tierisch drüber über Düfte. Dann habe ich geschenkt bekommen den Selbstbräuner von Saint-Tropez. Ich habe ja den von Revita Sun und ich liebe den ja. Aber ich habe jetzt wirklich so oft wieder gehört, dass der von Saint-Tropez einfach so toll sein soll. Und ich wollte dieses Mousse unbedingt haben, weil das Problem ist so ein bisschen manchmal beim Sprayen, dass dieser feine Staub dann irgendwie im ganzen Bad verteilt ist und ich mag das überhaupt nicht. Deswegen wollte ich unbedingt mal so eine Art Mousse haben. Jetzt habe ich aber gerade festgestellt, wo ich den benutzen wollte, dass das leider auch ein Spray ist. Das heißt, das muss ich leider umtauschen in das Mousse. Ja, dürfte aber eigentlich kein Problem sein. Und dann werde ich berichten, ob das so toll ist, wie alle sagen, oder nicht. Dann habe ich einen sehr schönen Nagellack geschenkt bekommen von CAT. Und zwar ist es die Farbe Kabarett. Die Nummer 39 und es ist so ein schöner dunkler Pflaumenton, auch ideal jetzt für die Jahreszeit und die CAT, spricht es überhaupt richtig aus? CAT? Ich weiß es nicht. Lacke sind halt immer ziemlich teuer, ich bin ja immer so bei Nagellacken ein bisschen geizig. Ich meine, okay, Essilacke gönne ich mir ab und zu, aber sonst finde ich, dass es die vom P2 genauso tun. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich so schöne Nagellacke geschenkt bekomme. Außerdem geschenkt bekommen habe ich den Lippenstift hier von Bobbi Brown. Das ist die Farbe, die ich auch gerade trage. Es kann sein, dass hier schon so ein bisschen verschwunden ist. Das ist die Farbe Scent Wash Pink, die Nummer 22. Und es ist einfach so ein, ich finde, der ist eigentlich gar nicht pink, so ein wunderschönes Mauve, Taubbraun, keine Ahnung. Einfach schön für den Alltag und sehr Feuchtigkeit spenden, was ich ja immer toll finde. Und eine sehr, sehr schöne Farbe. Kann ich definitiv gebrauchen. Wenn wir jetzt schon mal bei Lippenprodukten sind, bleiben wir einfach bei Lippenprodukten. Und zwar habe ich mir selber den YSL Lippenstift bestellt. In der Farbe 01 Rouge Pure Couture, also rot. Und ich habe ja nur den Re-Review von Red und einen vom P2. Und ich wollte einfach noch einen weiteren roten Lippenstift, ich weiß nicht. Und ich finde, das ist irgendwie so das perfekte Rot. Auch der trocknet die Lippen nicht aus. Ich habe ihn jetzt schon ein, zwei Mal benutzt und ich finde, der ist einfach wunderschön. Und rote Lippen gehen irgendwie immer, vor allem so um diese Jahreszeit. Und ich meine, allein schon die Verpackung ist natürlich wieder der Burner, ne? Ich finde, das sieht einfach so edel aus und dekorativ, wenn das einfach auch so auf dem Schminktisch steht. Und ich lasse mich ja leider von Verpackung auch immer sehr anziehen. Und ich habe ja die Rouge Volonté Lippenstifte von YSL auch und ich liebe die Verpackung. Aber leider sind die von der Qualität... Ich will nicht sagen, dass sie von der Qualität schlecht sind. Nein, das ist falsch ausgedrückt. Aber die halten nicht lange auf den Lippen. Das ist bei dieser Serie anders. Also die halten deutlich länger auf den Lippen und ist eine andere Konsistenz irgendwie. Also definitiv sehr, sehr geil. Dann habe ich außerdem geschenkt bekommen von YSL ein Baby Doll Kiss and Blush. Das ist so ein Lipgloss, was man aber auch als Blush verwenden kann. Und das ist die Farbnummer 8.
Und ja, ich kann es ja einfach mal auftragen. Ich habe das noch gar nicht getestet, nur auf dem Handrücken geswatcht, weil mein Lippenstift ist eh gleich ab. Lässt sich sehr schön auftragen und fühlt sich überhaupt nicht klebrig an. Ganz im Gegenteil. Fühlt sich überhaupt nicht an wie ein Gloss, fühlt sich eher an wie so eine Pflege. Sehr schön. Also werde ich auf jeden Fall im Alltag tragen. Ich mag ja auch pinke Lippen immer gerne. Und das ist nicht so ein grelles Pink. Das ist ein sehr natürlicher Ton. Also sehr geil. Dann habe ich geschenkt bekommen von meiner Mom von MAC ein Pigmentengepresstes. Und das ist die Farbe Mauve. Das ist so ein wunderschöner Fliederton mit Glitterpigmenten drin. Und ja, den habe ich auch unter anderem heute drauf. Ich weiß, ich bin sehr stark geschminkt heute. Das liegt daran, dass ich euch gerade einen Silvester-Make-up-Look kreiert habe. Das Make-up, was ich gerade trage. Und es kommt auch die Tage online. Also da noch ganz kurz warten. Ja, aber das habe ich unter anderem auch benutzt. Und was ich noch benutzt habe, seht ihr da ja dann im Video. Und dann, das müsste jetzt das letzte an Kosmetikprodukten sein, habe ich von Catrice einen Bronzing Highlighter Pen geschenkt bekommen. Den habe ich noch gar nicht benutzt. Der ist noch eingepackt. Ja, bin ich auch gespannt. Ich habe ja viele Highlighter-Pens, einmal von Bare Minerals und von MAC. Und schauen wir mal, was der so kann. Ich liebe ja Highlighten, deswegen ist das sehr, sehr geil. Und ich bin gespannt, ob der auch so gut ist. Aber ich finde, Catrice hat immer echt gute Produkte für den Preis. Deswegen wird er bestimmt auch sehr, sehr gut sein. So, dann eines meiner absoluten Lieblingsgeschenke von meinem Mann sind meine UGG Boots. Und ihr werdet jetzt sagen, what, Saskia und UGG Boots? Ich weiß, ich hasse ja eigentlich UGG Boots, aber neuerdings stehe ich irgendwie auf UGG Boots. Ich weiß nicht warum. Ich mag auch die mit diesem Knopf voll gerne, weil man kann die ja so umschlagen. Und ich wollte die so umgeschlagen tragen, mit Jeans und so. Das hat eine Freundin von mir und dann habe ich irgendwie gesagt, also irgendwie sieht es ja doch gut aus, ne? Und ich will einfach was, wo ich morgens schnell an- und ausziehen kann, was mich warm hält. Und ja, deswegen ist meine Wahl auf UGG Boots dann gefallen. Und ich konnte mich überhaupt nicht wegen der Farbe entscheiden. Ich glaube, ich hole mir auch noch ein paar graue. Aber ich finde so für den Anfang, so der Klassiker in so einem Karamell ist doch auch immer schön. Oh Gott, mein Batterielämpchen leuchtet, das heißt, ich muss mich beeilen. Dann habe ich geschenkt bekommen so ein wunderschönes Oberteil von Zara. Das sieht so aus. Das ist so ein T-Shirt, und es ist so ein bisschen transparent, aber so ein schickeres Shirt. Und freue ich mich auch schon sehr drauf, das zu tragen. Und ja, ich finde das immer sehr, sehr schön zu Skinny Jeans. Und es hat auch unten so ein Bündchen, das finde ich sehr hübsch. Also sieht sehr bequem und chillig aus, aber trotzdem irgendwie elegant. Dann habe ich noch so Kleinigkeiten bekommen, wie zum Beispiel so voll süß so selbstgemachte Säckchen. Da sind dann Socken drin, Bonbons. Okay, in Penisform hole ich jetzt nicht raus. Dann eine Pfeile und Handcreme. Sowas zum Beispiel schenken wir uns auch immer ganz gerne. Und zum Beispiel habe ich auch geschenkt bekommen Magic Clips für BHs. Das ist irgendwie so ein Clip, wo man dann verschiedene Formen von den BH-Trägern machen kann. Bin ich auch sehr gespannt drauf, weil oftmals hat man ja gar nicht den passenden BH irgendwie da. Und mich fragen auch ganz viele, was für BHs ich trage unter so rückenfreien Kleidern. Ja, Mädels, ich trage keinen BH. Ich habe so Aufklebepads und die klebe ich mir dann drauf. Ich habe ja nicht so die Riesenmöppe, deswegen geht das. Ich finde es nur ordinär, wenn man die Brustwarzen durchsieht. Deswegen, ja, bei mir ist es okay, wenn man sehr große Brüste hat, ist glaube ich, nicht so einfach. Aber ja, mit meinen Mini-Titties geht es eigentlich immer ganz gut. Ich habe auch noch super viele Gutscheine geschenkt bekommen von Douglas, von Manmobilia, von Zara, also von überall her. Dann habe ich auch noch einen ganz tollen Pulli gehabt von meiner Mom, aber der hat mir leider nicht so gut gepasst. Das heißt, die tauscht den um. Was ich noch geschenkt bekommen habe, ist unter anderem von Depot Servietten und dazu so schöne Serviettenringe. Auch das finde ich total geil, weil das kann ich dann für Silvester auch benutzen. Und sowas kauft man sich ja immer voll ungern selber irgendwie, also ich zumindest. Und auch sehr, sehr praktisch, habe ich mir auch gewünscht. Neue Unterwäsche. Unterwäsche, Baumwollunterwäsche, so bequeme für jeden Tag. Und dazu dann auch so die Unterhemden, genau. Das ist irgendwie vom Bräuninger und das kann man halt immer gebrauchen. Das ist immer, früher als Kind hätte ich gesagt, um Gottes Willen, wie kann man mir sowas schenken? Aber mittlerweile freue ich mich über diese Geschenke. Ah, und was ich auch noch bekommen habe, ist das B-Oil, Hautpflege-Spezialist für Narbendehnungsstreifen, ungleichmäßige Hauttöne, reife Haut, trockene Haut. Also für alles Mögliche. Für die Haut im Gesicht oder am Körper kann man das benutzen, weil ich echt so trockene Haut habe, wie immer. Und meine Schwägerin hat gemeint, das wäre sehr gut, deswegen probiere ich das auch mal aus. Erstaunlicherweise bin ich relativ schnell durchgekommen. Ja, das waren meine Geschenke. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Oh! Aber, ach ja,
Ich habe noch was vorher gefilmt gehabt, und zwar den Kerzenständer hier, den seht ihr jetzt, den blende ich euch ein. Den habe ich noch von meinen Eltern geschenkt bekommen, also ich und mein Mann, so als Deko-Element für unser Haus. Und wir haben ja alles in Silber und Weiß, deswegen passt er perfekt rein, und ich liebe ja so einen Kram. Deswegen, das war auch ein sehr, sehr geiles Geschenk. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und meine Geschenke haben euch gefallen. Und schreibt mir doch mal euer liebstes Weihnachtsgeschenk unten in die Infobox rein. Was ihr so geschenkt bekommen habt, würde mich natürlich auch interessieren. Und ja, dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und passt auf euch auf und bis ganz bald. Macht's gut. Tschüss. I want you, I need you, I love you, I do. I miss you, I kiss you, and it's you, it's true. I call your name. Without you, it's never the same. The thing.